Ausdrücklich auch im Namen der vielen, die hierher gekommen sind, um Ihnen zuzuhören, und auch im Namen der vielen, die hierher gekommen sind, um Ihnen ihre Unterstützung zum Ausdruck zu bringen, ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie heute Abend hier zu uns nach Bergisch Gladbach in den Rheinisch-Bergischen Kreis gekommen sind. Vielen, vielen Dank. Frau Merkel, die Welt verändert sich, die Welt dreht sich, aber wir wollen sie mitgestalten. Das haben Sie sehr deutlich gesagt, und das sage ich ausdrücklich auch für den ländlichen Raum, das sage ich ausdrücklich auch für den Rheinisch-Bergischen Kreis und für die Menschen, die hier heute Abend hingekommen sind. Wir wollen die Zukunft gestalten, wir wollen dabei sein, wenn es darum geht, die Fragen zu beantworten, wie unsere Kinder, unsere Nachkommen sich auch hier im Rheinisch-Bergischen Kreis in Zukunft wohlfühlen werden. Im Rheinisch-Bergischen Kreis, hier in der Region, im Land und auch im Bund. Und deswegen braucht es Unterstützung des Bundes bei dem, was uns hier im Rheinisch-Bergischen Kreis in der Region befasst. Wir brauchen die Unterstützung des Bundes, damit wir die notwendigen Möglichkeiten dann auch eröffnet bekommen, die Dinge in die Hand zu nehmen. Und seien Sie gewiss, Frau Merkel, wir, hier die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis, wollen die Dinge in die Hand nehmen, und wir werden sie in die Hand nehmen, und das mit Ihrer Unterstützung. Und ich freue mich, dass... Und das, Frau Merkel, ist das Entscheidende hier, dass Sie hier Menschen sehen, die zuhören wollen und die zupacken wollen. Das ist die entscheidende, die prägende Mehrheit. Und da kann man eigentlich nur froh, dankbar und stolz sein, wenn man hier auch in der Kommunalpolitik Verantwortung übernommen haben durfte und auch im Moment noch hat. Ich freue mich mit allen, die hier den Rheinisch-Bergischen Kreis gestalten. Und ich würde mich sehr glücklich schätzen, wenn ich für meine Person das auch auf Bundesebene in Zukunft machen darf. Und darum, meine Damen und Herren, werbe auch ich um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme am 24. September um ein Bundestagsmandat. Würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen. Frau Merkel, wir hatten eingangs festgestellt, dass die Menschen hier nicht nur offen sind, sondern dass sie alles bestens vorbereitet haben, damit sie sich hier im Rheinisch-Bergischen Kreis in Bergisch Gladbach wohlfühlen. Herr Bürgermeister, lieber Lutz, und dafür haben wir natürlich auch das Wohnzimmer best hergerichtet. Aber es gibt ja eine Person, für die das Wohnzimmer in ganz besonderer Weise das Zuhause ist. Eine Person, die sich über viele Jahre, vor allem auch ehrenamtlich und immer wieder mit großartigem Engagement darum bemüht, dass dieses Wohnzimmer auch ein Platz der Begegnung ist, nämlich immer dann, wenn hier die Kirmes spielt. Und das ist jemand, der sich noch sehr gut erinnern kann, Frau Merkel, dass er mit Ihnen schon mal Karussell gefahren ist. Und das ist genau der Grund, dass wir diesen Karussellfahrer, unseren lieben Burkhard Unrau, gebeten haben, Ihnen, Frau Merkel, doch ein kleines Erinnerungsstück mit auf den Weg zu geben. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Tebroke. Liebe Bundeskanzlerin, liebe Angela Merkel, wir haben vor 18 Jahren hier auf dem Platz haben wir uns getroffen. Ich sage immer, man trifft sich ja meistens zweimal im Leben. Das ist jetzt der Fall, da bin ich sehr stolz und sehr glücklich drüber. Sie kamen damals auch zu einer Wahlveranstaltung hier nach Bergisch Gladbach zu meinem Freund Wolfgang Bosbach. Wir sind Schulfreunde und sind dann hier über die Kirmes gegangen. Wir haben kurz vorher gesprochen, wir wurden uns vorgestellt. Wir gehen einmal über den Platz, fahren einmal Kettenkarussell, dann gehen wir vorne wieder hin, dann trinken wir zwei einen Kölsch und dann gehen Sie wieder. Das haben wir soweit getan. Kettenkarussell, die örtliche Presse hat das Foto gemacht, wir waren fertig. Und der Stab, der auch jetzt im Rücken wieder drängt, hat gesagt, wir müssen jetzt weg, wir hängen schon 2 Stunden. Wir sind nach vorne gerannt, im Schnellschritt, kommen an die Bierbude. Ich war fürchterlich enttäuscht, war ganz traurig und sage, Frau Merkel, Sie wollten doch mit mir ein Bier trinken. Da haben Sie sich, Frau Merkel, umgedreht und gesagt, der Mann hat recht und das mache ich jetzt. Da sind Sie zu mir gekommen, wir beide haben einen Kölsch getrunken und Sie sind dann gefahren. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, liebe Frau Merkel. Das ist ganz, ganz großes Kino, sagt man heute in der Jugend. Das war ganz große Klasse. Ihr Vertrauen, Ihre Verlässlichkeit. Und jetzt möchte ich Ihnen das als Erinnerung schenken.
Damen und Herren, Sie konnten das vielleicht nicht erkennen, aber der Zeitungsartikel war überschrieben mit Angela Merkel geht's rund. Wir wünschen uns, dass es auch in den nächsten Jahren mit Angela Merkel rund geht als Kanzlerin unseres wunderschönen Deutschland. Und ich möchte Frau Merkel auch Ihnen ein kleines Geschenk mitgeben, einmal was Kulturelles, dann was Kulinarisches und was Regionales. Es handelt sich um den rheinisch-bärischen Kalender, der einige Geschichten aus der Region erzählt und jährlich aufgelegt wird. Es handelt sich um eine CD von Karl-Heinz Stockhausen, der vor etwa 10 Jahren verstorben ist und ein sehr berühmter, bekannter Komponist ist und hier aus dem rheinisch-bärischen Kreis aus Gürten ist. Wir haben Ihnen ein bisschen was an Wegzehrung mitgegeben. Es handelt sich um nur Gesundes natürlich, bergisch pur, so wie die Produkte, so sind auch die Menschen echt. Ja. Und dann haben wir Ihnen auch noch einen kleinen Prospekt, ein Bildband von der Regionale eingepackt, weil die Regionale ist ein Förderprogramm, das wir auch für 2025 wieder angehen werden und das wird uns einen neuen Schub hier in der Region geben. Wir verlassen uns auf Ihre Unterstützung, auch auf Bundesebene. Ich würde gerne daran Anteil haben und sagen nochmals ganz herzliches Dankeschön, Frau Merkel, dass Sie gekommen sind. Lassen Sie mich noch ganz kurz ein herzliches Dankeschön richten an das BKA, an die Kreispolizeibehörde, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, an das Ordnungsamt der Stadt Bergisch Gladbach und ein herzliches Dankeschön auch an die vielen, vielen, vielen ehrenamtlichen Helfer und Organisatoren, die diese Veranstaltung heute möglich gemacht haben. Herzliches Dankeschön an Sie alle, dass alles so gut gelaufen ist. Und dann, meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, gemeinsam zum Abschluss unsere Nationalhymne zu singen. Die Veranstaltung ist hiermit beendet, aber die politische Auseinandersetzung geht weiter. Wir freuen uns auf einen spannenden Wahlkampf und bitten um Ihr Vertrauen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause, für Sie und Ihre Familien das Allerbeste. Dankeschön.